Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLAFF Universe Video. In meiner kleinen Serie, um das Update ein bisschen zu hypen, gibt es lauter neue Quests, und zwar Dungeon Quests. Die alle neuen Quests, die hinzugefügt wurden, von den Standard Quests, also wir reden jetzt nicht von Daily Quests oder so, sondern von den normalen Quests, die man so im Spiel, denen man einfach über den Weg läuft, wurden einige neue hinzugefügt, und das sind alles Chain-Quests, das heißt, die starten irgendwo und dann gibt es ganz viele Folge-Quests und irgendwann ist man am Ende angekommen und bekommt dann die beste Belohnung sozusagen aus der Quest. Und für jeden Dungeon gibt es, wie gesagt, eine Questreihe, das heißt, insgesamt haben wir 5 Questreihen, für alle 5 neuen Dungeons 5 neue Questreihen. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, um zu gucken, wo fängt sie an, wie viel XP gibt die erste Quest, wie viel XP gibt die letzte Quest, was ist die beste Belohnung aus der Quest. Und ja, einfach so einen generellen kurzen Überblick. Die erste Quest hängt natürlich mit der Laren Chessen zusammen. Die ist für Level 16 logischerweise, beginnt beim Bürgermeister von Flaris. Heißt The Mystery of Laren Chessen Part 1, oder das ist halt das ist der Überbegriff sozusagen. Die Quest heißt Rumble in the Mountains und gibt 10% auf Level 16. Keine sonstige Belohnung, ist also relativ langweilig. Die Endquest hingegen endet mit Level 25 frühestens und zwar auch wieder beim Bürgermeister von Flaris, also quasi der Whole Circle endet hier und man kriegt 50% auf Level 25. Gut, man ist Level 25, da juckt eigentlich niemanden, ob man 50% bekommt oder nicht. Und man bekommt 2 seelengebundene G-Protects und eine seelengebundene Weapon-Piercing-Card-Box. Also ziemlich cool. Es ist der erste Dungeon, muss man natürlich dazu sagen, also man darf jetzt ja auch nicht jetzt zu viel erwarten. Es sind auf jeden Fall eine Menge XP, weil das war jetzt die erste und die letzte Quest, aber ihr seht schon, hier ist Mystery of Laren Chasm Part 3 und hier ist Part 1. Jeder Part wiederum besteht aus mehreren Quests. Das heißt, man kriegt hier extrem viel XP durch die Quests und kann in den Dungeons selbst natürlich auch Erfahrung bekommen, also ist ziemlich heftig. Dann der zweite Dungeon ist hier Rises Catacombs. Die Quest beginnt bei Tina tatsächlich, auf Level 40 und gibt 10%, auch wieder keine anderen Belohnungen. Sie endet auf Level 55, also man sieht schon, sehr ähnliches Muster zu der ersten Questreihe. Auch hier Part 3, also wenn wir nochmal gucken, besteht immer aus mehreren Quests, also ist ziemlich heftig, was man da alles an Quests erledigen kann. In dem Fall muss man 20 mal Old Ruts töten, 10 Bolt Otems und den Temple Guardian, um die Quest abzuschließen. Man bekommt 50% auf Level 55, was schon ziemlich heftig ist, muss man sagen. Und auch wieder 2 G-Products, 2 Powerless 8, gut, die habe ich jetzt vorher nicht erwähnt, aber naja, brauchen wir jetzt auch nicht wirklich erwähnen. Und außerdem noch eine Soul-Linked Weapon Piercing Card Box Stufe C, mit C-Karten darin quasi. Also auch hier ziemlich nice. Ich meine, ja, es ist nicht die gigantische Belohnung, aber vor allem die XP-Belohnungen sind hier schon ziemlich heftig, weil auf Level 55 50% zu kriegen, ist dann doch eine andere Hausnummer als auf Level 25, muss man dazu sagen. Wenn man die Quest dann schafft, das ist natürlich die Voraussetzung, man muss den Endboss töten können. Dann die nächste Quest für den Envy Deaths Dungeon, startet auf Level 73 und gibt direkt auch schon mal hier 23%, also das ist auch eine ziemlich heftige Belohnung. Auch hier wieder, besteht immer aus mehreren Teilen, Part 1 und endet mit Part 3, der auch wieder aus mehreren Teilen besteht. Und endet hier in dem Fall beim Bürgermeister von Darkon auf Level 85 und gibt 50% auf Level 85, also das ist echt heftig. Gibt 3 Power Dice 10 und 3 G-Product. G-Product, gut, kann man vielleicht argumentieren, könnte ein bisschen mehr sein, aber muss halt wirklich bedenken, wie abnormal viel XP man aus diesen Quests hier generieren kann. Vor allem, weil man die ja auch nicht wirklich am Stück macht, sondern zwischendurch ist man entweder nochmal am Leveln oder eben in Dungeon am XP kriegen. Also wenn man die Quests wirklich schafft mit dem Level, ist das schon ganz schön krass. Genau. Dann haben wir den Guardian Sanctuary Dungeon ab Level 105 bei Großmagierin Laola in Darkon 3. Zwischen den Vatankas steht die darum, bei ihrem Haus. Und die Quest beginnt auch mit saftigen 23% auf Level 105. Also auch das ist eine ziemlich gute XP-Reward. Und enden tut sie dann auch wieder bei Großmagierin Laola auf Level 115. Gibt hier auch wieder 50% wie bei der vorigen Questreihe und endet mit 5 G-Product und 5 Power Dice 10, also auch wieder eine ziemlich coole extra Belohnung zusätzlich zu der saftigen XP, die man hier wirklich bekommen kann, also das ist ziemlich crazy. Dann haben wir die letzte Questreihe, die vom Stormpeak Dungeon in Asria. Sie beginnt bei Rankashu und gibt direkt mal 10% auf Level 129, was auch schon ziemlich heftig ist. Auch hier wieder besteht aus mehreren Teilen, also das ist ganz schön krass, was man da insgesamt an XP bekommt.
Und endet hier dann auch wieder bei Rankashu. Und die letzte Quest gibt 35% auf Level 135. Ob sie das passenderweise genommen haben, wegen 35 und 35, wahrscheinlich. Und sie gibt 15 G-Product und 15 Power Dice 10. Also hier kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen, dass das eine schlechte Belohnung ist. 15 G-Product und 15 Power Dice 10 ist echt ziemlich heftig. Und die XP-Reward an sich ist sowieso schon Grund genug, der Quest auf jeden Fall, ja, einen Versuch zu geben, dass man die schafft. Und ziemlich heftig auf jeden Fall. Also ich finde, sie sind sehr großzügig, wenn diese XP, sollten sich diese XP nicht mehr ändern. Rein theoretisch könnten sie sich noch ändern, wird ja immer wieder betont. Aber denke ich jetzt mal ja nicht, dass sich das noch ändert. Und wenn sich es nicht ändert, muss man wirklich sagen, heftig. Weil zusätzlich zu den bereits bestehenden Arcea-Quests ist das dann endlich das, was man gefordert hat. Gut, man kann erst auf 129 mit dieser Quest anfangen, muss man natürlich dazu sagen. Und sie umfasst quasi nur 6 Level, also 129 bis 135. Ist jetzt nicht sehr viel. Aber dadurch, dass man ja vorher schon Quests hat, vor allem auch mit den anderen Dungeons und so, muss man wirklich sagen, das ist schon echt heftig. Also finde ich cool, dass sie endlich in diese Richtung sich weiterentwickelt haben, mehr Quests anzubieten, was in einem MMORPG eigentlich nichts Besonderes sein sollte. Und ja, ich werde euch noch kurz ausrechnen, wie viel XP ihr bekommt, wenn ihr alle Quests auf Level 135 abgebt von der letzten Questreihe. Ich denke mal, das ist noch sowas, was ganz interessant ist für den einen oder anderen. Also, wenn ihr alle Quests auf Level 135 mal angenommen, ihr seid Level 135 abschließt, wenn das Update released wird, erhaltet ihr 144,3%. 144. Einfach so obendrauf. Diese Quests haben vorher nicht existiert. Also theoretisch, wenn ihr 135 mit 0,00 seid, ihr schafft alle Quests ohne zu sterben, ohne XP zu verlieren, dann seid ihr 136 mit 44%. Nur durch die Quests. Was schon sehr unrealistisch ist, dass ihr zwischendurch nichts anderes macht. Also ist echt ein guter Boost. Also auch wenn man schon 139 ist, kann man sich damit easy 140 holen, ohne überhaupt nochmal leveln gehen zu müssen, theoretisch. Und ja, natürlich sind die Quests, das darf man ja auf jeden Fall nicht unterschätzen, alle daran gebunden, dass man in die Dungeons reingeht, dort diverse Tätigkeiten ausübt, das heißt mehrfach reingeht, verschiedene Monster tötet, den Boss tötet und so weiter und so fort. Also das sind keinesfalls leichte Quests, deswegen sind die Belohnungen auch recht gut. Wenn man es aber schafft, was ich jetzt glaube ich mehrfach betont habe, wenn man es schafft, dann sind das ziemlich nice Belohnungen. Also ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Da haben sie wirklich wieder nicht unbedingt gegeizt. Von den reinen Protect-Belohnungen her sind sie jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen schlechter als die ursprünglichen Arcea-Quests und Volcano-Quests. Aber gut, ich meine, wenn man im High-Level ab 120 durch jede Quest, oder ab 117 besser gesagt, durch jede Quest 50.000 Protects bekommt, das wäre wohl etwas zu übertrieben, muss man fairerweise sagen. Und von dem her denke ich mal, das Verhältnis passt ganz gut. In dem Fall überwiegen jetzt deutlich die XP gegenüber den Item-Belohnungen, beziehungsweise Penya-Belohnungen gibt es jetzt auch nicht wirklich krasse. Aber naja, man kann da nicht alles haben. Und das war ein kurzer Überblick über die neuen Quests, die mit den Dungeons zusammenhängen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten FLIFE Universe Video wieder. Schaut im Stream vorbei, Link in der Beschreibung. Und freut euch auf Montag. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.